Und dann würden wir mal zur Jimena wechseln, die, glaube ich, auch schon bereit ist, um uns ein bisschen was über die Tools Fledger Teams zu erzählen, wo wir gerade über die Retro gesprochen haben. Ach so. Und der Paul ist auch dabei. Das steht ja überhaupt nicht. Du sagst aber nichts. Hast eh nichts beizutragen, Paul, oder? Keine Ahnung, wir sind ja immer recht spontan unterwegs auch mal. Ich wurde gerade gefragt, ob ich nicht Bock habe, dabei zu sein. Und jetzt sitze ich hier. Wenn ihr mich fragt, dann spreche ich auch, aber ich kann auch gerne den Mund halten. Ich habe genug gesprochen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Jimena. Alles klar. Wie war es denn, Jimena, so die Orga? Jetzt nicht in den letzten 2 Tagen, sondern mehr so die 7 Monate davor. Durchwachsen, würde ich sagen. Also Anfang des Jahres haben wir ja noch gehofft, bis Dezember, da hat sich das alles geregelt und dann gibt es kein Corona mehr und Pustekuchen. Wir mussten jede Woche neu planen und umplanen und es war schon ziemlich stressig. Nicht nur jetzt wegen Corona auch, weil wir dieses Jahr das mit den Tracks ja auch noch neu umgestellt hatten zu den Jahren davor. Also es war viel neu auf einmal. Ja, und dich hat, entnehme ich dem, so sehr gestresst, dass die ganze Zeit das sich verändert hat. Also jetzt sozusagen im Sommer wenig Covid-Fälle. Wir denken, Mensch, großartig, im Dezember werden alle unbedingt wieder auf eine physische Konferenz gehen wollen und dann auf einmal doch nicht. Ja, also ich glaube, schon im Sommer war absehbar, da ging es ja schon so um, kann es eine zweite Welle geben, dass wir gesagt haben, was machen wir? Wir wollen ja auch die Teilnehmenden schützen, wir wollen uns schützen und dann haben wir halt gesagt, okay, irgendwann war dann dieser Point of No Return, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt das komplett remote machen. Das hat natürlich nochmal einen anderen Arbeitsaufwand mit sich gebracht. Wie bilden wir das ab? Wie bauen wir die Stages um? Wie machen wir das Ganze virtuell? Das war natürlich nochmal ein großer anderer Punkt, der da mit dazugekommen ist. Ja. Wie war das für dich, Paul? Ich denke, Jimena hat das ganz gut wiedergegeben. Es war ein Up und Down. Wir haben ja tatsächlich noch, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Jo und ich haben ja irgendwann noch ein Video, ne, auch im Sommer aufgenommen. Da waren wir noch voll auf Hybrid eingestellt. Und was da natürlich, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Stunden einfach in die Abstimmung mit der Location und dann noch der Nachverhandlung. Wir brauchen mehr Fläche. Und dann haben wir auf einmal tausende Quadratmeter gehabt, wo es dann darum ging, wie bespielen wir diese gigantische Fläche? Welche Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten? Und das heißt, wir haben halt ganz viel natürlich auch in Dinge reingeplant, die jetzt so gar nicht mehr effektiv für das Event dann relevant waren am Ende. Aber ich bin insgesamt sehr, sehr stolz, denke ich, auf das Team, dass wir das irgendwie über das Jahr hinweg dann gestemmt haben. Und wir sind uns in der Hinsicht auch treu geblieben, dass wir dann im März irgendwann gesagt haben, wir gehen da zusammen durch. Wir nehmen das einfach als Beispiel dafür, dass man sich unter ändernden Rahmenbedingungen dann auch entsprechend kontinuierlich anpassen muss und haben sozusagen unser agiles Mindset, denke ich, dabei auch ganz gut dann unter Beweis gestellt. Absolut. Ja, das würde ich auch sagen. Das hat sich viel verändert. Vielleicht nur eine ganz kurze Anmerkung auch nochmal, weil die meisten, also den größten Impact davon haben wirklich Leute gehabt, die jetzt behind the scenes waren die ganze Zeit. Und hier gibt es jetzt so Leute wie den Adil oder den Martin oder den Jo oder andere Trackchairs und mich, die quasi in der Frontline jetzt stehen für diese 2 Tage. Aber das sind Menschen, die haben ein Vielfaches an Zeit und Herzblut einfach da reingesteckt. Und das muss wirklich nochmal gesagt sein, dass euer Dank, wenn er denn zum Ausdruck kommt, wirklich diesen Menschen dienen sollte, die ihr eigentlich vielleicht nur in Form von Mails oder Ähnlichem wahrgenommen habt und nicht so viel vor der Kamera jetzt die Tage gesehen habt. In der Spitze hatten wir gestern, glaube ich, knapp 700 Leute dabei. Jetzt sind noch 350 da. Die Jimena und die anderen, die die ganze Orga gemacht haben, die sollten sich jetzt mal vorstellen, dass ein voller Raum mit 350 Leuten einen wirklich großen Applaus sozusagen startet und die abfeiert. Das ist virtuell
leider etwas, was ihr euch eher vorstellen müsst. Vielleicht hat jemand Lust, im Chat mal kurz Danke zu sagen an das Orga-Team. Von mir gibt es ein kurzes Klatschen. Jimena, beschreib doch mal das Büro. Wie sieht es denn hier aus? Was hat denn sich verändert? Also wir bauen ja schon seit mehreren Tagen hier auf, beziehungsweise primär die Videocrew. Und es sieht sehr wild aus. Viele Kabel, viele Monitore, überall Kameras. Also das Büro ist hier nicht so wirklich wiederzuerkennen, aber total spannend. Und in unserem kleinen Supportraum, den wir uns eingerichtet haben, der ist voller Snacks und Süßigkeiten, gut viel Nervennahrung. Und ja, also wir haben auf jeden Fall viel Spaß hier. Ich habe gehört, ihr habt gestern die ersten 2 Stunden der Konferenz das Notfall-Support-Handy, auf dem man anrufen konnte, im Tresor vergessen. Ja, das stimmt. Also wir waren so fokussiert auf die ganzen Räume, unser Google Meet zu betreuen und die Hopin-Support-Session, die wir angelegt hatten und immer auch die E-Mails im Blick zu haben, dass wir irgendwann uns aufgefallen ist, Mist, wir haben ja noch das Handy, zumal wir jetzt das uns die Leute darüber überhaupt gar nicht kontaktiert haben die letzten Monate. Das lief halt meistens über Mail. Ja, und wir hatten auch tatsächlich 3 Anrufe in Abwesenheit, aber wir konnten das dann Gott sei Dank regeln. Ja, also Entschuldigung nochmal an die 3 Personen, die versucht hatten, uns in der Zeit übers Telefon zu erreichen. Ansonsten gibt es, glaube ich, relativ wenig, für das wir uns entschuldigen müssten, oder? Also zumindest ich war mit meinen 3 Kolleginnen im Support-Team und wir haben da schon sehr viele Anfragen gehabt, aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir alles gut klären konnten und alle zufrieden dort rausgegangen sind aus dem Support. Ja, also mir fallen 2 Sachen ein. Hier Agile Coaching à la Frank Rosin war eigentlich für die Hauptbühne geplant, konnten wir leider nicht in der Hauptbühne senden, weil YouTube einfach gesagt hat, nee, sorry, zu viele quasi Zitate von anderen Videos können wir nicht machen und haben dann quasi das Testvideo, das wir hochgeladen haben, direkt gesperrt. Das war, glaube ich, für den Speaker echt doof. Insofern sorry. Aber gut, das ist halt auch so eine Erfahrung, die man mit so virtuellen Konferenzen macht. Also, wenn ihr selber Vorträge vorbereitet, immer vorsichtig sein mit irgendwelchen Videozitaten, die ihr benutzt. Dann hatten wir noch einen Glitch mit dem Karl Starendahl. Sorry, please. He came late for the show, but I think we scheduled him wrongfully. Or however, that was his pre-recorded talk. Was over, and then there was a spread of, I don't know, 10 minutes or something until he came for the Q&A, and then no one was left for the Q&A. So sorry, Karl. Das waren, glaube ich, so 2 Sachen, die schiefgelaufen sind. Die Keynote von Lisette, da waren ja die Folien nicht. Oh ja, richtig, die Folien waren genau. Etwas unleserlich. Das war aber die hat sie mittlerweile nachgereicht, oder? Genau, die Folien hat sie nachgereicht. Wir haben auch noch eine Aufnahme, wo die Folien besser zu lesen sind. Also das kann man nachvollziehen. Da wird auch nicht viel Einfluss drauf. Also sehr schwierig, sozusagen sowas im Voraus zu machen. An der Stelle würde ich gerne noch mal einhaken, weil wir jetzt auch öfters die Frage gestellt bekommen haben, oh, es gab so viele tolle Vorträge und ich konnte mich gar nicht entscheiden, in welche Session ich gehen soll. Keine Sorge, wir kümmern uns darum, dass alle Vorträge veröffentlicht werden. Die könnt ihr alle danach sehen. Auf der Website werden wir die veröffentlichen und wir bemühen uns auch, dass wir die Slides von allen Vortragenden bekommen, um sie dort auch auf den Einzelseiten der Vorträge einzubinden. Worüber ich mit euch gerne nochmal sprechen würde, ist, ich glaube, dass viele von denen, die jetzt zuschauen, auch in einer, sagen wir mal so, zumindest mal latenten, vorbereitenden Situation sind, die sich nämlich Gedanken darüber machen, oh, in 2021 muss ich ja vermutlich auch mehr mit diesen hybriden oder vielleicht sogar komplett virtuellen Modellen leben. Wie mache ich denn das? Lasst uns doch mal versuchen, ein paar Sachen zu sammeln, die wir so als Tipps rausgeben können, was wir gelernt haben, was sich quasi für die Planung von solchen virtuellen Veranstaltungen machen muss. Ich fange einfach mal an mit was mir einfällt. Ein Glitch, das war jetzt gar nicht so richtig unser Glitch, aber der uns jetzt noch hier passiert ist, wir hatten sozusagen einen Inhalt, der politisch inkorrekt ist.
sage ich jetzt mal sozusagen etwas allgemein, brauchen wir es nicht weiter auszuführen. Und was ihr machen solltet, glaube ich, ist euch darüber Gedanken machen, was wird denn da gezeigt, und euch mit den Inhalten beschäftigen. Das haben wir jetzt sozusagen blind allen vertraut und gesagt, na, die werden das schon gut machen. Wir hatten eigentlich ursprünglich vor, mit allen eine Aufnahme zu machen und denen allen auch noch Feedback zu geben, dass diese quasi ihren Vortrag verbessern können und da so iterativ vorankommen. Das hat aber einfach nicht geklappt. Zum einen, weil die ihre Vorträge nicht fertig hatten. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Das ist einfach sozusagen sehr spät. Denn, also wir hatten, glaube ich, einen Tag vor der Konferenz noch 8 Aufnahmeslots. Das zeigt halt auch schon, dass sozusagen so kurz vor knapp werden dann halt die Präsentationen fertig. Das ist was, was ich euch sagen würde, wenn ihr selber so eine Konferenz plant, nicht einfach alles, also so ein bisschen über die Inhalte gucken, Folien angucken, ist, glaube ich, ganz spannend. Paul oder Jimena, habt ihr was ihr an Tipps rausgeben könnt? Ich hätte jetzt eher 3 Punkte, glaube ich, rausgegriffen, die sehr wichtig sind. Das eine ist natürlich, dass die Plattform, auf der das Ganze dann ausgetragen wird, mit den Möglichkeiten, die es bietet oder auch nicht bietet, dass sie natürlich einen großen Impact darauf hat, zum Beispiel, ob man auch Vernetzungen ermöglichen kann. Weil was immer wieder klar wird, ist, wenn ich keine Möglichkeit habe, jetzt an verschiedenen Stellen auch zu chatten, über Netzwerken, über 1:1 Calls und so weiter mit den anderen in Interaktion zu treten, dann passiert es eben, dass ich einen starken Abfall gegenüber physischen Events in der Regel erlebe, weil ich nicht wirklich schaffe, neue Kontakte auch aufzubauen, neue Freundschaften zu schließen und Ähnliches. Also da in die Auswahl natürlich viel Wert reinzulegen. Ein Aspekt, der auch an deinen Punkt angrenzt, ist halt wirklich das Kamerasetup und Ähnliches, was wir haben. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist hier jeder Raum von uns vollgepumpt mit Technik im Wert von, weiß nicht, 20.000, 25.000 Euro, um eine gewisse Audio- und Videoqualität rüberzubringen. Ja. Und also das heißt, da ist viel Setup hier auch in den Räumen, einfach um eine gewisse Qualität auch rüberbringen zu können. Und das wäre ein zweiter wichtiger Punkt, den ich reinbringen würde. Und das dritte ist, ganz bewusst auch den Ton zu setzen, den die Veranstaltung hat. Also auch so ein bisschen zu schauen, wie kann ich vielleicht, das ist für uns auch immer wichtig, wie können wir letztendlich uns auch so präsentieren, wie wir sind. Ja, das ist uns halt ganz wichtig, dass wir auch irgendwie authentisch sind, wie wir untereinander auch sonst umgehen. Und so präsentieren wir uns auch und wir glauben auch, dass das ein Teil ist oder hoffen das zumindest, was die Konferenz für viele auch irgendwie wertvoll macht. Und ich glaube, da sollte man sich vorher Gedanken auch machen, wie ist denn der Umgang untereinander zwischen Speakern und Organisationen, aber eben auch zwischen den Teilnehmenden, wie kann man das gestalten und da auch viel Wert drauf legen. Das wären so meine 3 Keypunkte, die ich da nennen würde. Gerade der letzte Punkt, da würde ich anknüpfen, weil das war das, was die größte Sorge von uns war. Können wir das, was die Tools die letzten Jahre immer ausgemacht hat, was die Teilnehmenden gesagt haben, oh, es ist eine super Veranstaltung, um sich zu vernetzen, Inspiration zu bekommen. Wie können wir das virtuell abbilden und wie können wir den Charakter der Veranstaltung beibehalten? Und ich glaube, uns ist das ganz gut gelungen. Ja. Zumindest soweit ich das bisher beurteilen kann. Was ich dann nur noch ergänzen würde, wäre das Support-Team, das wir aufgestellt haben, das sich um die Betreuung gekümmert hat, um die Gäste. Also es kamen sehr viel mehr Support-Fälle rein, als ich jetzt gedacht hätte. Die 4 Kolleginnen da waren anscheinend anderthalb Tage jetzt beschäftigt. Und ich glaube, das sollte man in so einem Setting, also Remote-Event, nicht vernachlässigen. Also plant Leute ein, die einfach dafür da sind, dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer tatsächlich auch den Eingang finden, dass sie mit der Technik zurechtkommen. Wir hatten zum Beispiel einige, die gesagt haben, ja, ich will da gerne mitchatten, aber es geht nicht. Und dann war irgendwie die Standardantwort, muss das VPN ausmachen. Die haben sich sozusagen per VPN mit ihrem eigenen Netzwerk verbunden in der Firma und dann ging halt das nicht, weil die Ports vermutlich durch das VPN geblockt waren. Wussten wir vorher auch nicht, aber so ein Support-Team findet es dann halt früher oder später raus und kann den Leuten tatsächlich helfen. Ich glaube auf jeden Fall, die 4 Kolleginnen, die unseren Support gemacht haben, haben auf jeden Fall jetzt mehr Respekt vor unserem eigenen internen IT-Support. Ja, das kann ich auch. Die kennen die Schmerzen. Es ist sowieso so, dass man vor dem eigenen IT-Support sehr viel Respekt haben sollte. Die besten Freunde, die man haben sollte. Ich sehe, Jimena, neben dir hat es eine Winkelkatze ins Video geschafft. Oh, das stimmt. Ja. Zwischenzeitlich hatte irgendjemand gesagt, die müssen da weg, die lenken voll ab. Und Winkelkatzen sind bei uns sehr beliebt, zumindest. Gut, okay. Überlegt nochmal, was habt ihr noch so an Tipps rauszuhauen?
Der Peter hat zum Beispiel vorhin gesagt, der hat sozusagen die ganz viel mit der Technik mitorganisiert. Und zwar hatten wir so ein Verfahren für das Onboarding der Speaker. Also du hast quasi die Bühne und auf der Bühne willst du ja dann irgendwie die Leute präsentieren lassen und für die Zuschauer soll es alles so ganz natürlich aussehen. Und wir hatten dann jemanden, der quasi extra die Leute entgegengenommen hat in einem Google Meet bei uns. Und dann sind die von dort in das Produktionsmeet, so haben wir das genannt, überführt worden. Und da erst quasi war die eigentliche Bühne, sodass vorher nochmal gecheckt werden konnte, sag mal, hast du dein Mikro richtig angeschlossen, rauscht das da irgendwie, ist das Bild vielleicht irgendwie blöd? Also diese ganzen Sachen, die du nicht auf der Bühne machen willst, die waren vorher schon erledigt. Das war, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, die uns geholfen hat, den Ablauf reibungsloser zu machen. Ja, und ich glaube, eine frühzeitige, sofern möglich, wenn man weiß, dass man es virtuell macht, eine frühzeitige Planung, Agenda aufstellen, die Speaker immer wieder abholen und kontaktieren und denen auch die Möglichkeit geben, einen Technikcheck vorab zu machen. Das ist, glaube ich, echt essentiell. Gut. Ich glaube, wir sind, ich weiß nicht, wollte Paul noch was sagen? Muss er nicht. Ob ich noch was sagen möchte? Muss er nicht. Ja, muss er nicht. Der Peter hat mir hier schon das Schild hochgehalten, gastbereit. Das passt hier jetzt nicht so richtig, weil ich vermute, es sind eher mehrere Gäste. Da müssen wir noch mal kurz uns abstimmen. Wenn das so wäre, würde ich tatsächlich den nächsten Agenda-Punkt in unserer nicht veröffentlichten Agenda vorziehen wollen, auch wenn wir 6 Minuten früh sind. Ansonsten können wir noch 6 Minuten über die Orga sprechen, aber ich glaube für die Teilnehmer, hilf mir doch mal kurz, Peter. Sind jetzt die anderen schon alle da fürs Closing? Ja.